Draxler, dann übernimmt wieder Monet die Scheibe, hat viel Platz. Aber hinter dem Tor sucht eine Anspielstation, kommt selber vors Tor, immer noch Monet und dann ist die Scheibe drin. 1:0 nach genau einer Spielminute, Thibaut Monet. Also, der Kreis schließt sich, er, der Letzte, der ein Treffer erzielt hat für die ZSC Lions, kann also nach einer langen Durchstrecke wieder einmal einen Treffer für die Zürcher erzielen. Und Robbie Earl, Abschlussversuch und dieser Schuss sitzt in den Winkel gezogen. Der Abschluss von Robbie Earl, sein 14. Saisontreffer aus dem Nichts. Seina, Burkhalter, Kollenberg und Winkler, das die vier Lakers, die jetzt noch versuchen, diese letzten 30 Sekunden zu überstehen. Aber aufgepasst, da ist das 2:1. Patrick Berchi mit einem Move, welchen wir auch schon gesehen haben. Es ist nicht das erste Mal, dass er uns diesen zeigt in seiner Karriere. Und die Lions gehen wieder in Führung, Überzahlspiel ausgenutzt. Spezza zurück. Walser, und dann ist die Scheibe wieder drin. 10 Sekunden und wieder aus dem Nichts nach dieser Druckphase der Lions. Also nochmals. Walser mit dem Pass in die Mitte. Und dann ist es Robbie Earl, welcher diesen Abpraller, es ist ein Abpraller, Walser, der da hängen bleibt zuerst. Und Robbie Earl steht da am richtigen Ort. Erinnerungen werden wach an den gestrigen Abend. Da konnten sie auch auf das Tor, auf das gegnerische Tor ziehen. Es ging einfach keine Scheibe rein bis zu diesem Zeitpunkt. Direktabnahme von Roman Wick. 3:2. Wick, enorm der Speed, kommt da vorbei, immer noch Roman Wick. Mit einer Leichtigkeit, das hat sehr einfach ausgesehen. Immer noch die Zürcher und dann ist die Scheibe drin. Roman Wick mit dem Zuspiel in die Mitte auf Luca Conti. Und Luca Conti mit seinem 4. Saisontreffer. Es laufen die letzten 10 Sekunden. Das wird nach 2 Niederlagen wieder mal einen Sieg absetzen für die ZSC Lions. Versöhnen sich mit ihrem Publikum. Die haben lange leiden müssen. 2 Spiele ohne Tor gegen Gottero und gestern gegen die SL Tigers. Also heute gewinnt man wieder einmal ein Spiel und man erzielt 4 Tore, was man auch nicht hätte erwarten dürfen. Die Lakers, die haben gut mitgespielt, aus meiner Sicht etwas zu wenig. Man wollte nicht zu viele Tore kassieren, das ist mit 4 einigermaßen gelungen, aber nach vorne hat man nicht wirklich viel zeigen können.